Und damit herzlich willkommen beim Smoker. Willkommen zu meinem Einblick in Bright Memory Infinite. Das Spiel ist am 21. für die PS5 rausgekommen. Das Spiel wurde nur von einem einzigen Entwickler gemacht. Ist ein Ego-Shooter/Schnetzelspiel, auf jeden Fall ziemlich brutal. Und ja, ich fand das Spiel optisch sehr beeindruckend, da wir das nur ein einziger Mann gemacht hat. Und da dachte ich mir, ich werde mir das jetzt mal angucken mit euch. Gibt einen Einblick dazu. Wie lange der geht, weiß ich noch nicht. Ich denke mal eine Stunde, vielleicht auch mehr. Und ja, ohne groß zu quatschen, legen wir los mit Bright Memory Infinite. Let's go. Kostet übrigens 20 Euro und soll wohl auch nur sehr kurz gehen. Ich glaube, 3 bis 5 Stunden vielleicht. Also lange geht's nicht. So, schauen wir uns das nochmal an. Zuerst mal gehe ich in die Option. Ja, ursprünglich war ja geplant, dass ich das gestern noch spiele, aber ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft. Deswegen jetzt am Sonntagmorgen. Also für mich, für euch dann, je nachdem, wann ihr es halt seht, ne? Soundeffekt runter. Ne, nicht Soundeffekte, Quatsch. Musik wollte ich runter. Ist ein bisschen laut. Oh. Spielsprache Deutsch, Dialogsprache. Gibt es leider nur Englisch und Japanisch, Mandarin. Und das war's. Lassen wir mal Englisch. So, und Video. Bisschen heller machen. V-Sync, lass mal an. Blickfeld. Raytracing. Mann. Ja, das hat man da leider nicht. Okay, dann geht's nicht. Okay, dann. Was ist Skins? Ah ja. Okay. Naja, wir lassen es mal normal. Waffenskins gibt's dann noch. Ja, okay, das ist jetzt eigentlich. Jacke wie Hose. Gut, wir wollen ein neues Spiel. Legen wir los mit Bright Infinite. Memory Infinite, so rum. Entspannt, Gaming-Spaß, heftig. Da ist nun ein Einblick, jetzt mache ich jetzt erstmal entspannt. Ich denke mal, so werde ich es auch durchspielen und dann später vielleicht höher spielen. Aber ja, legen wir los. Zeit fürs Intro. Überlegt euch, es hat nur ein Mann gemacht. Next up, all throughout the country, people are celebrating the new year with fireworks displays. As a huge red explosion signals the beginning of the festivities, a total of 100,000 spectators have made their way through the light rain to the venue, where they're awaiting a dazzling show over the sea. The entire port, which is serving as the venue, has been lit up festively, complementing the beauty of the fireworks themselves. This year, we're in for a display of unprecedented scale, with over 30,000 fireworks being set off over 23 minutes. Meanwhile, people have decorated their homes with flowers and lanterns. Hello, Director Chen. What's the matter? Shelia, sorry to disturb you while you're off. It's an urgent mission from HQ. Each team member has been assigned a survey mission. Begin your investigation as soon as you receive your assigned location. Okay. What's the current situation? Just as the news says, our satellites have observed some abnormal weather. It's possible that it could escalate into an unimaginable catastrophe. Understood. I'll contact the closest airfield and head out immediately. Shelia, we've confirmed the deployment of several military units to the scene. Be extremely careful. Understood. I'll contact you again later. Sie scheint auch eine spezielle Kämpferin zu sein, ne? Breaking news. An abnormal weather event has been observed in the sky approximately 20 kilometers outside of the city. Due to these conditions, the fireworks show has been canceled. Ja. Hat jede Frau im Schrank solche Klamotten, ne? Wir
Wenn Sie der gegnerischen Angriff länger als 0,3 Sekunden abwehren, können Sie. Hey, ich war nicht fertig. Konter gibt's auch. Sonne ist heute verdammt hell. Um Leben und Tod. SRO, Experimental Luft. According to info from the front lines, General Lin's unit has arrived at the scene. General Lin? The top dog at SAI. They say that tech-wise, even we here at SRO can't hold a candle to his guys. So if they showed up, that means there must be more to the situation than it seems. I've locked in the flight coordinates. We'll be arriving at the designated airspace in 10 seconds. Follow your instructions and activate the warp drive. 3, 2, 1, activate! Welchem Jahr spielt das denn? Warp-Antrieb auf der Erde, dann ist man aber schnell von A nach B gekommen, ne? Jellia, what's wrong? The windshield has been destroyed. I'm going to eject. Director Chen, I managed to escape the aircraft. I can see a massive black hole up ahead. Black hole. Understood. I'll inform the other team members. For now, find a safe place to descend. Roger. Pride, memory, infinite. Das Fugt Studio oder wie das jetzt hieß, ist ja dementsprechend nur ein Mann. Spiel kam ursprünglich, ich glaube, 2020 für PC raus und jetzt halt für PS5 und Xbox Series X, glaube ich. Veränderung. Shellio. General Lin's vanguard has been spotted near the drop site. I'm sending Wake your way for backup. Go rendezvous with him. As for that black hole, we don't have enough info. We're counting on your intel. According to satellite intel, General Lin's unit has already landed. Watch out. Ich habe auch gerade gesehen in meiner Aufnahme, dass das ziemlich laut ist. Kann das sein? Ich werde mal Gesamtlautstärke noch ein bisschen runterdrehen. Hier im Menü kann ich übrigens nur mit einem Analogstick interagieren. Shellia, this is Wake. I'm headed to your coordinates now. What's the situation? I'm doing all right. Mal Doppelsprung. Okay. I'll contact you again later. Man hat einen Dash. Okay. Man hat Jedi-Kräfte. Und man hat Schwert. Ah, das macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Und wie gesagt, das Spiel hat nur einen Mann gemacht und guckt euch diese Grafik an. Sieht schon geil aus. Kann auch rutschen. Hey. Shellia. Any anomalies with a black hole? Swallowed up a whole lot. But apart from the rain, there's nothing unusual over here. The theory of relativity states that the greater the mass of an object, the more it slows down the flow of time. Okay. That means the time in that area must have been fixed several hours. Wie ich gesehen habe, gibt es auch Sachen zum Finden, aber darauf werde ich mich jetzt nicht so konzentrieren. R3. Was halte er ein, zum Projektil abzulenken? Okay. Nett. Ah, oh, man kann auch angreifen mit dem Schwert. Okay, cool. Ist ja gar nicht brutal, das Spiel.
ich eigentlich die ganze Zeit gedrückt halten? Ja. Das ist ja cool. Macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, dieses Spiel. Okay, und wenn es in Zeitlupe geht, heißt das wohl, dass wo in dem Gebiet gerade alle Gegner gestorben sind. Das Springen erinnert mich ein bisschen an Call of Duty Advanced Warfare. Was sind das für Typen, ey? R1 drücken, um Nahkampfangriff zu parieren. Dreieck. Okay. Condor. Die weiße Leiste über der gegnerischen Lebensanzeige ist deren Rüstung. Während Rüstung vorhanden ist, kann Gegner keinen effektiven Schaden zugefügt werden. Halten Sie während eines gegnerischen Angriffs R1 gedrückt, um den Angriff zu parieren und Rüstung abzunutzen. Okay. Okay. Wake should be arriving in the vicinity. You're gonna have to rely on him. Understood. I'm currently heading toward the black hole. General Lin has a huge team with him, so it may take some time since there's the possibility of an encounter. Okay. Report immediately if anything happens. Spezialmunition. Waffenmunition kann an den unterschiedlichen Orten gefunden werden. Manchmal werden Sie auch Spezialmunition finden. Drücken Sie nach oben, um den Feuermodus zu wechseln, um Spezialmunition auszuwählen. Okay, was ist das? Ah, Feuermunition, okay. Was haben wir hier? Munition. Das Kameradrehen ist mir noch etwas zu langsam. Wenn wir mal kurz umstellen. Steuerung? Ja, da. Können wir mal ein bisschen hochgehen. Machen wir mal so. So. Ja. Man kann auch nur zur Seite dashen, okay. Nach vorne dashen geht nicht. Da hier ist automatisches Anvisieren an. Das ist ja mal voll nervig. Man kann die Intervallgröße sogar groß machen, okay. Erklärung, eigene Lebensanzeige, Fadenkreuz, Waffenanzeige. Aber dieses automatisch Anvisieren ist ja nervig. Scheine ich nicht ausstellen zu können. Computer sagt nein. Ach hier, Zielassistent. Mach mal bitte aus. Weil das ist ja nervig. Hey. Lass den Kleiner weg machen. Oder auch nicht. Oh,
gerade sagen, was sind das für Schirme hier? Okay. Suchen Sie einen Fluchtweg. Okay, da geht's nicht lang. Zerstören Sie bestimmte Kisten, um Reliquien zu erhalten. Sammeln Sie 10 Reliquien, um ein Reliquiar herzustellen. Mit Hilfe von Reliquiaren können Sie Ihre Exo-Arm, Lichtschwert und Waffenfähigkeiten verbessern. Lichtschwert. Okay. Okay. Links sehen wir auch noch. Was ist eine L1? Achso. Das wurde noch nicht erklärt, was es ist. Naja, klappt so nicht, wie ich es gerne hätte. Warum werde ich zurückgesetzt? Ah. Was nähern Sie sich der. Was? Der linken Wand. Ah! Wandlauf gibt's also auch. Ja, das Springen kann weg. Jetzt bin ich voll. Ah, ich muss da rüber, oder? Okay, dann muss ich sogar hier lang. Ups. Könnt ihr das Spring da jetzt mal weggeben, bitte? Hier noch? Da oben? Warte mal. Kann ich gedrückt halten? Aber dann fliegt sich zurück. Ah. Was jetzt? Okay, ja, das Spiel ist, glaube ich, nicht umsonst ab 18. Hallo? Hier ist ja gar nichts drin. Könnt ihr mal die Spezialmunition ausprobieren? Schnell's lang. Anscheinend dadurch. Fliehen Sie durch das Fenster. Ich werde nichts sagen, aber das X-Springen nervt ganz schön. Director Chen, an airliner engulfed in flames just passed overhead. According to the satellite data, that area is experiencing strong electromagnetic interference. Be careful. The village is flooded, and there are high voltage lines still in the water. How do I get to the opposite shore? Well, your power unit contains a particle wire ejection system. Give me a minute while I remotely unlock it. Gut, ich werde aber mal kurz, benutzen Sie den Wurfhaken, um weiterzukommen. Mal kurz das Spiel verlassen, damit dieses X verschwindet.
Ich hoffe, Master gerade gespeichert. Gucken wir uns das halt nochmal an. Soweit ich weiß, gibt es auch noch einen ersten Teil, aber den gibt es für Konsole, glaube ich, nicht. Weil es gab, glaube ich, erst Bright Memory und dann gab es Bright Memory Infinite. Das dürfte jetzt das hier sein. So. Ich will aber nochmal gucken. Ja, Schwert gibt's auch. Lichtschwert. Oh, schade, das ist nicht so ein Lichtschwert wie bei Star Wars. Okay. Ein Stöcker, okay. Nimm mal das hier. Scharfschützengewehre gibt's auch, okay. Dann fortsetzen. Benutze den Wurfhaken. Das müsste der mit L1 sein, oder? Ne, Dreieck. Boah. Das trennen sie 50 gegnerische Gliedmaßen mit Waffen oder Fähigkeiten ab. Okay. Also mit L1 kann ich die ranziehen. Gut zu wissen. Was ist hier? Okay. Wir dürfen nicht ins Wasser, was mit Elektrizität geladen ist. Dann noch einmal das Spiel. Ich sag doch, das sind die Jedi-Kräfte. Hallo? Was geht mit der Kamera? Warum gucke ich die ganze Zeit dahin? Ich kann nicht woanders hingucken. Hallo? Muss nochmal sterben. Ja, das Spiel scheint noch nicht ganz so flüssig zu laufen, wie es sollte, ja? Ich meine, das ist ja erst 3 Tage alt, das Spiel. Alle guten Dinge sind 3, ne? Ja, jetzt geht's. Okay, ich muss mit den Haken arbeiten. Shelia, there are several enemy ships closing in. What should I do? The ship's armored. You should be able to take them. Kommen die hier mit Booten? Kann man sich echt nicht vorstellen, dass das nur ein Mann gemacht haben soll. Sehr schneller Shooter. Okay. Also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad stelle ich mir das Spiel schon echt schwer vor. Ist noch irgendwas zu finden? Nein. Once you've landed, you should be able to see General Lin's vanguard. General Lin. Hallo. Okay, die scheint kaputt zu sein. Eine neue Waffe.
Schrotflinte, oder? Yep. Waffen wechseln, okay. Mal sehen, was die kann. Director Chen, there are just too many hostiles. No problem. Wake will back you up. Huh? Fake signal flare? Yeah, they'll be focusing on the signal flare. Now is your chance. Roger, I'll take care of this now. Hallo, Jungs. Shelly, come on. What happened? Es kommt jetzt aus dem schwarzen Loch Samurais oder was? Director Chen! Director Chen, do you read me? Alter, von hinten auch noch, oder was? Hier ist was los. Ja, er ist tot. Nee, da ist er. Du brauchst die Augen überall. Wisst ihr, was mich das Spiel ein bisschen erinnert? Shelly. An das, Spawn. Ah, wie hieß es? Director Chen, this is Shelia. What happened? Mir liegt auf der Zunge. I ended up in this strange space and was attacked by some kind of ancient soldiers. Are you okay? Yes. What happened to the hostiles? They headed off toward the source of the signal flare. That's a strange phenomenon. I'll let the others know. Ach, ich komme jetzt nicht drauf, wie das scheiß Spiel hieß. Das konnte man auch im Multiplayer spielen, was in Deutschland mal indiziert war. Ah, verdammt. Aber mir fällt es nicht ein. Überall Munition. Voll. Reliquiare. Reliquiare können an den unterschiedlichsten Orten gefunden werden. Mit Hilfe von Reliquiaren können sie ihre Exo-Armlichtschwerte und so weiter verbessern. Ja, neue Fähigkeiten freigeschaltet. Oh, es gibt da einen Fähigkeitsbaum. EMP. Gravitationsstrahl, Elektroschlag. Oh, okay. Raketenschlag. Alte Witzka. Erdbebenschlag. Dann gibt's noch für Lichtschwert, Windklinge. Oh, ist cool. Himmelzieb. Wirbelklinge. Druckwelle. Blitzhieb. Hey, der Witzka. Na wow, das ist ja Cheat. Aimbot. Brandgranaten. Okay. Raketenschlag finde ich geil. Aber habe ich noch nicht. Ich habe jetzt nur EMP und Gravitationsstrahl. Auch in hier Windklinge. Oh, Windklinge nehme ich auch. Ach, kann ich nicht, schade. Kann ich auch rausnehmen wieder? Nein. Na gut, dann nicht. Drücken und loslassen L1. Okay. Was haben wir hier?
so ungewohnt, dass wenn man nach vorne rennt und dashen will, man sofort noch zur Seite dasht. Jetzt wird's rutscht doch, komischerweise. Hey. Also weit geht's. Das war ein Headshot. Gut, dass man bei dem Schwierigkeitsgrad jetzt nicht unbedingt so auf die Energie achten muss, weil sonst wäre ich schon tausendmal gestorben. Macht mal keinen Stress hier. Mal ausprobieren. Okay. Da muss ein bisschen mehr sein, Trophäe. Was haben wir da gemacht? Rennen Sie 100 gegnerische Gliedmaßen mit Waffen oder Fähigkeiten ab. Okay. Da haben wir nochmal Fähigkeitspunkte, oder? Ein, ja. Windklinge hätte ich gern. Aber ich brauche anscheinend immer 2 Punkte. Wo sehe ich das? Ah, da. 2, okay. Dann nicht. Ich glaube, hier ist gerade jemand gestorben. Okay. Mal nachladen und rüber. Geht ihr mir auf den Sack? Oh, jetzt habe ich wohl zu viel Schaden eingesteckt. Weg mit dir. Was sind das hier eigentlich für Typen, ey? Boah. Ey, noch kein Stress. Energie regeneriert sich auch von alleine wieder, sehe ich gerade. Gott.
ist ein verdammt schneller Shooter, ey. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Was denn? Ich meine damit bestimmt, dass ich jetzt eins neu machen kann und ich hätte gern das hier. Drücken und loslassen, Dreieck. Jetzt habe ich damit auch einen Fernkampf. Das ist ja cool. Message for Bravo. Let me know if you spot a girl with a ponytail. Roger that. All clear here. Over. Ob es auch Schleichmissionen gibt? Wer weiß. Weil damit das Spiel nicht so lange gehen soll, müsste man aber viele von den Fähigkeitspunkten finden. Er schießt. Ja, mit Anschleichen ist ja nichts. Da ist noch ein Fähigkeitspunkt. Ich kann wissen, wie viel ich schon vorbeigelaufen bin, ey. Aber wir haben jetzt wieder, gell? Wir brauchen das nächste Level. Auch zwei. Und dann Level 2. Schaden erhöht. Mal testen, ne? Na, so weit geht's nicht. Das ist ja cool. Oh, das war cool. Sehr nettes Spiel. Sehr, sehr nett. Shelia, a strong electromagnetic pulse wave is expected to hit in several minutes. Be ready for it. Roger. Die wundete ich sogar damit. Okay. Die könnte jetzt eine Boss-Arena sein, weil ich weiß auch, dass es Bosse gibt. Die Typen schon wieder. Das war's noch nicht. Sag ich doch. Shelia, how's the situation? Everything okay? No problems here. Where's the next target? There's a road just outside the temple, in the back. Head that way. Schnitzelt sich hier aber auch durch, ey. Oh, ist voll. Irgendwie finde ich in den Kisten gar nichts mehr, kann das sein? Ja, das war's. Ah ja, was kommt jetzt? Ha 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 ha!
What? Beat me and I'll tell you. You sound confident. Don't expect that gun to help you here. Jan Yu Kaiser. Der hat ja Rüstung. Wo soll denn? Da. Ich glaube, ich muss mal blocken bei ihm, ja? Jetzt kann ich Schaden machen. Jetzt hat er wieder Rüstung. Oh Gott. Der Kampf könnte eine Weile dauern. Ebenbürtig besiegen sie den Tian Yu Kaiser. Was? Gnadenstoß. Time's up, that's all. Meet me at Grand Khan Pavilion in 1 hour. Shelia, there's a hurricane closing in. Evacuate the area. Do I have a secure route? You should be able to see a mountain from behind the temple. Head there. Okay. Der war schon nervig. Und wie gesagt, auf höchstem Schwierigkeitsgrad stelle ich mir so dermaßen schwer vor, ey. Kriegst du ordentlich auf die Fräse. Ey. Da ist überhaupt nichts mehr drin. Frech. Kann ich jetzt hier auch die letzte Stufe machen? Natürlich. Zack, Windklinge Level 3. Geht's auch weiter, oder? The hurricane. Run and don't look back. Okay, so rennen, dann renne ich mal. Jump over the cliff. Oh, im Sprung kann man es nicht machen. Dann kommen sie den Wirbelsturm. Jump over the cliff. Bis zum Aufzug des Wirbelsturms 27 Sekunden. Can you see the mountain?
We're almost there. Don't give up now. Shelia, what's the situation? I'm okay. There are several enemy ships heading toward the black hole. We'll rethink the plan. Take a rest for now. Zingelt, Bezirk Xi'an, antike Stadt, Siping. Shelly, according to the sensors, the black hole is generating a stream of unstable pulse waves. You won't be able to use your exo unit or weapons. What do I do? Look around for something to protect yourself with. Kann mich nicht verteidigen. Okay. Finden Sie eine Waffe, um sich zu verteidigen. Na, ein Hackeball. Okay. Gibt's jetzt so eine Sneaky-Mission? Okay. The satellites have confirmed several hostiles nearby. Hide yourself in the rain and take them out. Remember, if you get spotted, it's all over. Yep, eine Sneaky-Mission. Der andere? Da. Er steigt aber schnell. Jetzt bewegt er sich. Ah, ich glaube nicht, dass das allzu lange gehen wird. Dafür ist der Shooter zu schnell. A patrolling enemy vehicle is closing in. Hide in the shadows. Don't get lit up. The enemy vehicle is gone. Keep moving. Da rennt noch einer. Das sieht immer komisch aus. Schaut euch hindurch und dann kommt. Oh, ich schleiche ja gar nicht, lol. Und dann kommt die Sequenz. There ain't nobody here. You're done. I'll take over. You get some rest. So sleepy. I'm gonna go take a nap. Good luck. Ach, geh schlafen. Drehst du dich um? Nee. Dann leg du dich jetzt ausschlafen. Ich will mal hier reingucken. Gibt's hier was? Eine Statue oder so? Nein. Wird schlafen. Oh. Shelia, go out through that field ahead of you. Hier sind zwei Dreier. Ui. Das könnte jetzt eklig werden. Beiden sich um, ey. Ist das doof? How much longer do I have to wait?
Die haben eine scheiß, When's this train gonna stop? Ist man hier drin auch getarnt? Wo ist der dritte? Ja, so grandios ist die KI jetzt auch nicht, ne? Aber was sind das überhaupt für Typen und was wollen die hier mit diesem schwarzen Loch? Das nicht mehr da ist. Irgendwo jemand? Nein. Enemy vehicle closing in. Hide in the shadows of the rocks to your right. Stay completely hidden. Oh, oh. Don't let them oh, oh. Spot you. Scheiße. Okay, keep moving. Kish. Nee, hat's nicht. Okay. Laut Anzeige sehen die mich gar nicht. Hört auf. Aber sie wissen, wo ich bin. Der Sackbeil ist verdammt stark. Kann ich das behalten? Da ist schwarze Loch. Das will ich. Auf eins nur, schade. Oh, man kann mal gedrückt halten. Gibt's hier irgendwas? Ja. Was machen wir denn jetzt? Gravitationsstrahl. Oder ein Himmelshieb. Können natürlich auch die Waffen verbessern. Ja komm. Machen das hier. Zielgeschosse. Schieß nicht mehr daneben. Wahrscheinlich doch. Klettern Sie auf den Balkon rechts. Nicht cool. Jetzt hole ich mich die, ja. Gute Nacht. Na, die zu dritt töten ist doof. Was gibt's denn da? Achso, ich musste sogar, jo. Okay. Shelia, several hostiles confirmed. Ah, das dachte ich mir. Don't get spotted. Ich dachte mir schon, dass hier irgendwo was versteckt ist. Aber das hat nur einen Fähigkeitspunkt gebraucht. Okay. Na dann.
Machen wir das voll. Viele. Das hören die nicht. Mann, sind die doof. Keine Zeugentrophäe. Töte in der Infiltrationsmission ein Kapitel, umzinge 50 Gegner, ohne vom Feind entdeckt zu werden. Naja, ohne entdeckt zu werden, würde ich jetzt nicht sagen. Ich wurde ja einmal entdeckt. Von dem Luftschiff. Aber okay, wenn das Spiel das sagt, ich habe das geschafft, dann habe ich das geschafft. Ganz einfach. Das Spiel lügt nicht. Hier gibt es noch ein paar Kiste, da ist eh nichts drin. Oh doch, da war was. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Was habe ich denn freigeschaltet? Eigentlich ja nichts. Himmelzieb, das kann ich noch nicht lernen. Machen wir mal. Was machen wir denn? Machen wir das hier weiter. Zack. Director Chen, I've moved away from the enemy patrol area. The next pulse wave is coming. Brace yourself. Roger. Nächste Impulswelle. Von vorne. Die kommen doch bestimmt alle aus dem Schwarzen noch. Ernsthaft, mit Hackeball gegen die? Shelly, oh, nee. Are you okay? I'm fine. My exit is functioning properly as well. Good. Darf wieder schnetzeln. Was sind eigentlich diese 32 blauen Dinger da? Kommt der hier mit freiem Bogen oder was? Die Orientierung verloren hier. Verlieren. So rum. Ey. Komm mal ruhig. Aus das. Jo. Ist mir auch eingefallen, wie man das Spiel noch vergleichen kann mit Shadow Warrior. Da kommt das Spiel auch so ein bisschen in die Richtung. This isn't the way. Ich weiß, dass es nicht weitergeht, aber ich will trotzdem mal gucken, Mädel. Aha. Ah ja. Ist da auch hoch? Da ist aber nix. I hope this is the right way. I have to figure out a way to go up. Ba-ba-ba. Ah. Jetzt habe ich schon 3er. Machen wir das fertig. Dann machen wir hier noch Schrapnell. Das ist ja das hier. Ah, ich habe keine Spezialmunition. Das ist ja doof. Wo muss ich hin? Ich mute mal hier hin. Yep. Oh. Pistole. Okay, was hat die da vorne dran?
Schalldämpfer. Na, wer kommt jetzt? Was bist du denn? Kann man mal machen. Ich weiß trotzdem nicht, für was ich diese blaue Währung brauche. Kann ich zurück? Nee, doch. Aber hier war ja nichts mehr, ne. Eat a grenade! Nö, ey, ich seh nichts. Cool. Kommen Sie mit Schilden hier? Ist noch was? Unsichtbare Wände, ne? Schüsse breien hier ab. Das sehe ich ja jetzt erst. Should be safe for now. Okay. You've still got company. Watch out for recon jets up above. Roger. Bin ich da? Ah, nach der Wand sollte ich mich eigentlich verstecken. Aber okay. Hat gezählt. Ah!
ist unkaputtbar oder was? Nicht wirklich. Ah. Was ist los? Poppen wir nicht zu schwer. Dann halt so. Habe ich jetzt wieder zwei Schuss. Ah, blöd. Ich hoffe, das ist cool. Überall leere Kisten. Fast leer. Was geht hier? Okay. Director Chen, I've left the safe spot. Where's the next target? Go through the restaurant 200 meters ahead and you'll find the river. Cross that river and the road will lead to the target. Head there. Geil, ne Sniper. Hey, wartet mal. Mal einsammeln. Oh, gibt's vier Stück? Kommen die her. Dann nehmen wir jetzt... Oh, wir haben jetzt schön. Beim Rennen L1 gedrückt halten und dann loslassen. L1 drücke, danach erneut L1 und drücke dann loslassen. Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt das hier auch alles. Wirbelklinge. Blitzsieb. Na gut, wir machen jetzt hier erst nochmal... Ach komm, wir machen hier Reihenfolge. Das hat jetzt alles nur eins gebracht, oder was? Okay. Hey, ich sehe euch nicht. Also schöne Waffe. Eine One-Hit-Waffe. Wer schießt denn hier? Unter mir. Aber der hält ein bisschen aus. Den weg haben. So, jetzt. Was gibt mit ihm? Ein halbes Magazin daneben ballern. Jetzt machen wir den Raketenschlag. Ah, den haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Das kann ich noch gar nicht machen. Nein. Ich dachte, ich hätte ihn schon freigeschaltet. Dann hier.
das mitnehmen. Muni, Muni, Muni. Gleich mittlerweile. Immer noch zwei. Was erwartet mich jetzt hier? Hallo? Strickviereck? Jetzt. Springen Sie in das Loch. Wenn das so viele sind, ist echt heftig. Like they're gone. So, irgendwas hier sieht nichts aus. War das? Shelia, the satellites can't confirm your coordinates. Where are you? I'm in a reed field. Just past the reed field is Fengju Bridge. Head somewhere from which you can check it out. Roger. Geht denn jetzt? Jetzt greife mich ein Schweinchen an. Immer praktisch, dass die Leute immer für mich Munitionszeug lassen. Das ist immer sehr nett. Oh Gott. Das sind ja mal Gegner. Verteidigen sich gegen die Wildschweine. Ist jetzt nicht so schwer. Hallo? Wollte der mich gerade küssen? So. Aber Leute, ich würde jetzt auch mal behaupten,
Das soll es gewesen sein mit dem Einblick in Bright Memory. Ich glaube zwar nicht, dass es noch allzu lange geht, aber den Rest müsst ihr selber spielen. Ich sage mal so, dafür, dass dieses Spiel nur ein einziger Mann gemacht hat, bockt es richtig. Grafisch gesehen ist es vollkommen in Ordnung. Spielerisch ein bisschen hektisch manchmal. Ein paar Bugs hat es, wie ihr sehen könnt. Aber ansonsten für 20 Euro macht man, glaube ich, bei dem Spiel nichts falsch. Also ich kann es euch wärmstens empfehlen. Von mir kriegt es eindeutig eine klare Kaufempfehlung. Schauen wir uns das hier noch an und dann verabschiede ich mich. Den mache ich noch. Komm, ich bin mal nicht so. Noch so ein Lappen. Mal seine Rüstung noch mal. Wow. Du bist ja lame. Der ist tot. Wannete die ja sogar. Noch jemand? Die Schüsse sind ja echt OP. Einen Schuss habe ich übrig. Gut. Dann war es jetzt meinerseits aus. Ich mache jetzt noch die schnellen Fähigkeitspunkte hier und dann verabschiede ich mich. Hat ja nur einer gekostet. Also manchmal gell, brauchst du zwei, manchmal nur einen. Versteht das einer. Machen wir hier und hier. Zack, fertig. Gut. Freue mich natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und mich begleitet habt bei meinem kleinen Einblick in Bright Memory. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Stream. Was das sein wird. Oder auch bei YouTube. Weiß ich noch nicht. Und ja, wie gesagt, holt euch das Ding. Es ist günstig, geht nicht lange. Das ist so für zwischendurch eine kleine Kost. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Euer Smoker.